Hallo Trio, Command & Conquer 95, 96, 97, Version 106CR3 bei Niogats. Ich glaube fast, es gibt sogar schon eine neuere. Aber vielleicht auch nicht. Mission 5 von Not, wie ich so gern gesagt habe früher. Ich wollte mir nur den Auftrag nochmal ansehen. Einsatzziel. Ein benachbartes, uns freundlich gesonnenes Dorf wird vermehrt von GDI-Truppen belästigt und die Bruderschaft wünscht, dass sie dem Dorf zur Seite stehen. Suchen Sie das feindliche Dorf und zerstören Sie es. Das Ganze wird als GDI-Angriff getarnt werden. Die haben das echt drauf. Warum hat die GDI das nicht drauf? So, ihr habt keinen Bauhof. Das will mir nicht gefallen. Kurz so die Mausempfindlichkeit verringern, dann passt das. Wieso habe ich keinen Bauhof? Jawohl, Sir. Ich hoffe, ich krieg den noch, sonst bin ich ganz traurig. Breche auf. Ist die groß, die Karte? Ist größer als die bisherigen? In dieser Nordkampagne? Schon dabei. Da muss ich mir jetzt irgendeine tolle Strategie ausdenken. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, bis jetzt scheine ich denen schon haushoch überlegen zu sein. Ist ja aber auch nicht so schwer, wenn die immer nur für einzeln antreten. Wenn sie sich einfach mal sammeln würden und alle auf einen Schlag auf mich losgehen würden, wären die mir, glaube ich, schon ein bisschen was voraus. Okay, hier scheint nicht... Ah, da kommen zwei! Das schaffe ich doch nie! Zwei auf einmal! Nein! Ja, ich kann mich mit diesen Nordmods auch schön selbst treffen, wie man gerade gesehen hat. Die Raketen unterscheiden nicht zwischen GDI und Nord. Frag mich schwer, warum. Das ist viel zu realistisch, das Ganze. Das muss man gerade mal auf den Index setzen. Weiß auch nicht, es gibt nur einen Weg. Hier oben gäbe es auch noch einen. Ich will aber doch lieber hier unten rum. Ist wahrscheinlich nicht die klügere Wahl, aber die offensichtlichere. Das da hinten rum scheint mir... Ah, ich wusste es! Hilfe! Ja gut, jetzt habe ich keine Wahl. Der kommt mich überfallartig besuchen. Aua. Ich wollte doch hier lang. Na gut, die Karte... Ah, was ist da denn los? Ey, die sind mir. Selbstverständlich. Ja, ich soll die ja befreien und so, ne? Irgendwie war das... Ah, ein echter Panzer. Das ist voll unfair. Der Gegner hat immer viel schneller echte Panzer als man selbst. Zum Glück hat er es nicht geschafft, mich zu überfahren. Ich hätte ja X drücken können, dann verteilen die sich. Das habe ich vergessen. Es gibt so viele Tastenkürzel. Ich weiß nur noch X, um sich zu verteilen. Ja, die noch weg. Dann hätte ich hier sowieso hingemusst. Wie lange die brauchen für so einen einzelnen Typ. Oh, schnell mal das Dorf befreien. Schon eine Ironie, dass man das Nord-Fraktion ein Dorf befreien soll. Ach, der ist noch böse, okay. Böser Zivilist, muss man unterscheiden können. Irgendwas hier noch an Geld, aber bringt mir eh nichts ohne Bauhof. Gut, gehen wir weiter. Jetzt gehören die auch mir, jetzt können die mitkommen. Die haben die ganze Zeit schon mir gehört, aber jetzt... Jetzt kann ich sie als Kundschafter benutzen. Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Sind eigentlich alle Wissenschaftler so komisch. So, der sieht, wenn er so läuft, ab und zu mal so aus wie bei Tiberian Sun, der eine, der fliegen kann. Ah! Die müssen ja nicht überleben, ne? Das wäre sonst übel. Wie der einfach mal wieder abgehauen ist. Blutdurst und schnell wieder weg. Ja, jetzt läuft der natürlich so rum. Sehr schlau. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr geht dahin, wo ihr hin sollt. Moment, der noch. Ja, im Moment sieht es so aus, als würde ich gar keine Verstärkung brauchen. Es sei denn, die haben da jetzt eine richtige Basis noch. Dann könnte ich Probleme bekommen. Rechne ich aber nicht damit. Anstatt einfach mal hier ein bisschen zu warten oder ein bisschen zu koordinieren, fahren sie lieber außen rum. Bloß keine Konfrontation, wie gesagt. Okay, da ist nichts. Hier wird auch nichts mehr sein. Da müssen wir uns gar nicht mehr lange drum aufhalten. Die Mission scheint ziemlich schnell vorbei zu sein. Das ist halt typisch dafür, wenn man keine Einheiten bauen kann. Nö. Muss ja nicht alles aufdecken, wobei hier könnte auch noch was sein. Aha.
Ich liebe es, als GDI unterwegs zu sein. Ah, wie der aus dem Nichts kam. Voll unfair. Der will gar nicht zu mir oder was? Hä? Was ist das denn? Was soll das? Der will doch eh hier wieder raus, ne? Der hat gar keine andere Wahl. Den auch noch. Boah, wieder 5 Leute drin sind. Die können aber witzigerweise nicht schießen. Aua. Nicht schießen, während sie drin sind. Das wurde dann in Generals, glaube ich, erst gescheit gelöst. Nein, da geht's nicht weiter, wie gesagt. Ach, was wollt ihr oben da noch? Ich glaube, die können gar nicht schießen, ne? Ne, können sie nicht. Die können nur... Ah. Kundschaften. Eieieiei. Mist, das sind viele. Das schaffe ich nicht. Ich hätte mal speichern sollen. Das mache ich jetzt. 5-1. Not. Mit Enter geht's natürlich wieder nicht. Ich hätte es auch auf dem normalen Stand machen können. Ich kann ja die Mission einfach neu starten. Der Stand war ja noch vom Anfang der Mission. Jetzt habe ich einen Speicherstand. Speicherslot verbraucht. Hoffentlich reicht der Speicherplatz jetzt noch. Auf meiner Festplatte. Ja, ich hoffe, das war's jetzt kurz. Was? Okay, die hätten nicht. Dem zum Glück habe ich gespeichert. Und jetzt sehen wir auch mal eine Videosequenz, die wir sonst übersehen hätten. Also nicht zu sehen bekommen hätten wahrscheinlich. Da hat das doch alles was Gutes auch. Die hatten überhaupt keine Waffen. Aha. Voll schlecht. Nö, ich habe ja zum Glück gespeichert gerade. Als hätte es geahnt. Jetzt muss ich mir nochmal kurz den Auftrag ansehen. Wo ist meine Maus? Da. Suchen Sie das Feindliche und zerstören das Ganze. Ja. Dem Dorf zur Seite stehen. Toll. Aber da steht nicht, dass die überleben müssen. Gut, dann stelle ich die mal dahin. Oder habe ich irgendwas anderes falsch gemacht? Irgendjemand umgebracht von 9 Zivilisten? Mhm. Das werden wir gleich sehen. Der wollte nicht sterben, okay. Ich freue mich, wenn ich Panzer bauen kann. Dann geht's richtig los. Wieder nach Schema F dann alles abarbeiten. Abarbeiten. Und Vollspannung dann. Wieder mal ein bisschen weniger Musik. Gut, jetzt ist wieder welche da. Nur zur Vollständigkeit. Gucke ich hier noch ein bisschen rum. Bestätigt. Na, hoffentlich reichen die paar Einheiten schon noch. Könnte eng werden. Gibt es hier eine Verbindung hier? Also damit hatte ich ja am Anfang gerechnet. Scheinbar könnte es aber auch nicht so sein. Ja, jetzt muss ich die noch befreien. Toll, wieder. Ey, wie ich keine Chance gegen die habe manchmal. Grenadiere sind so overpowered. Soll ich die umbringen? Echt? Ich dachte, okay, das ist das andere Dorf, das ich... Ja, gut. Ergibt alles Sinn, ne? Muss man zwar nicht erkennen, den Sinn, aber Hauptsache, es ergibt Sinn. In Ordnung. Au. Habe ich jetzt irgendwann mal gewonnen? Hier gibt es keine Verbindung, okay. Weh, da wartet noch irgendjemand. Und da muss ich jetzt gleich nochmal hin. Muss ich die Gebäude alle kaputt schießen? Das hier ist mir freundlich gesonnen. Da muss ich die scheinbar echt doch kaputt machen. Ah, da sind noch ein paar Gegner drin. Ich speichere nochmal unten am neuen. Oder unter dem hier. Jetzt bietet es sich an, den zu nehmen. Und es gibt wieder Soundtakler. Schön. Nicht selbst kaputt machen. Hilfe. Ich habe keine Panzer mehr. Ehrlich. Immerhin noch Axiros, die haben auch... Ah, okay. Weiß man nicht, woran das jetzt lag, aber Hauptsache geschafft. Ja, jetzt hat man ja minimale Probleme bemerken können. Das lässt ja für die Zukunft hoffen, dass es spannend bleibt. Ich habe auch große Verluste gehabt, keine Frage. Sprengen in die Luft. 3 Gebäude, okay. Irgendwann komme ich da auch mal mit den Punkten weiter höher. Hoffe ich mal.
Analysiere, verstärke Bilder, definiere Aktionsgebiet. Das kann ich nicht lesen. Nordfortschritte. GDI kommt wahrscheinlich wieder nicht groß voran. Ja, passt. In etwa die Waage hält sich's. Noch. Wollen wir uns erstmal hier noch was zurückerobern? Mauretanien. Ich glaube, davon habe ich noch nie gehört. Und wieso ist der Text jetzt rechtsbündig? Sonst ist er mal linksbündig. Sehr verwunderlich. Vielleicht einfach wegen dem Licht. Ist das sonst ein bisschen anders? Egal. Bevölkerung 2 Millionen. Voll und bärlich. Nouakchott ist die Hauptstadt. Ja, jetzt kann ich nicht mal alles lesen. Irgendwas ist hier faul. Jedenfalls ist es lächerlich, die militärische Stärke. Deswegen können wir einfach starten und wieder eine gescheite Einsatzbesprechung erleben. Nicht wie in der letzten Mission, das war ja ganz seltsam. Bevor man wirklich die Zukunft formen kann, muss man erst einmal die Vergangenheit beherrschen. Lerne unsere Geschichte, denn sie ist doch die deine. Kane will, dass du das hier kennst. Zugriff auf Archiv der Bruderschaft. Die Bruderschaft strebt eine Welt voll Frieden, Eintracht und Brüderlichkeit an. Die Bruderschaft formt sich selbst in den unscheinbarsten Ecken und bringt auch den Ländern Frieden und Einheit, die von den Weltmächten sonst vernachlässigt und ausgenutzt werden. Tiberium kündigt den Beginn einer neuen Ära an. Die Bruderschaft heißt dieses neue Zeitalter willkommen und erntet Tiberium, auf das unser gemeinsamer Glaube noch weiter hinausgetragen werde in die Welt. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen... Ja, mittendrin. Mal einfach hängen, gut. War gerade so spannend. Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberium-Kristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Cool, dann nutzen wir doch das für uns. Unsere Bedürfnisse. Ich bringe gute Nachrichten. Bei einer unserer Führungskonferenzen erwähnte ich Kane gegenüber deine Leistungen. Er ist irgendwie beeindruckt und gespannt darauf, wie du deinen nächsten Auftrag anpackst. Kane will Niger und sein bester Kommandeur zieht in Algerien Truppen für einen Angriff zusammen. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass keine Epsilon-Jäger der GDI diesen Aufmarsch stören. Du wirst Flarak-Batterien mit Bodenluftraketen errichten und danach den GDI-Stützpunkt vernichten. Kane ist aufmerksam geworden und beobachtet dich. Blamier mich jetzt nicht. Keine Sorge. Aber ich bin gespannt, was sie mit Epsilon-Krieger meinten. Vielleicht sehe ich das dann in einem Video, wenn ich die Mission fehlschlagen lasse. Flarak kenne ich seit Renegade erst wirklich. Vorher dachte ich immer, das wäre eine Flakstellung. So, ich sehe also unter 6 Not und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.